Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid bei DocTuneNerd. Ihr hört es schon, ich habe wieder Post bekommen. Ja, das wird wohl der zweite Neutrino One sein. Diesmal von Hasbro. Ich habe mir den bei Kaufland geholt. Kleine Empfehlung, da ist er sogar günstiger als in manch anderen sehr bekannten Online-Warenhäusern. Hat super gut geklappt, die Lieferung war auch einigermaßen schnell. Ich glaube, es war von einem Drittanbieter und weiß nicht mal, ob es aus Deutschland kommt. Also dafür war es wirklich, wirklich gut. Ich habe das Ding noch nicht ausgepackt, noch nicht ausprobiert. Das machen wir jetzt zusammen. So, dann wollen wir mal. Nehmen wir wieder unser schönes Skalpell-Papiermesser. Ich weiß jetzt nicht, was das hier bedeutet. Da steht einfach nur Stopp. Und sowas wie, bitte den Karton nicht öffnen. Aber was soll ich sonst tun, außer ihn zu öffnen? Wenn ich ihn zulasse, kann ich ja nicht das rausholen, was drin ist. Es sei denn, mein Name ist David Copperfield. Moment. Ich heiße David Copperfield. Mann und Scherz. Ach ja, kleiner Disclaimer hier an der Stelle. Ihr werdet niemals, wenn ich Witze mache, darüber lachen. Also nicht, weil ich es verbiete oder so, sondern einfach, weil ich notorisch unlustig bin. Oh, ja. Okay, das ist fest. Das heißt, wir müssen dieses ganze Ding einmal kippen, damit es auch rauskommt. So. Dann haben wir auch direkt schon die Unterseite. Ich drehe es mal ein bisschen. Verpackungsdesign natürlich auch wieder mega geil. Also nicht einfach nur ein weißer Karton, sondern wieder richtig Mühe gegeben. Auch hier mit den schwarz-gelb gestreiften Bändern. Typisch Ghostbusters. Hier wieder der Barcode, ein paar Beschreibungen, Warning, Achtung, bla bla bla. Kennt man ja alles schon. So, hier sind aber auch direkt zwei Tesastreifen, die hier überall sind. Der Karton ist hier leider ein bisschen eingedutscht, also wenn du ein Sammler bist oder ihr Sammler seid, ist das natürlich nicht so gut, aber ich finde das jetzt bei der Verpackung gar nicht so schlimm, weil ich genau weiß, ich werde das Ding sowieso benutzen oder auch damit ein bisschen rumhantieren. Ja, das mit den Tesastreifen ist auch schade, weil wenn ich die jetzt abknibbeln würde, würde ich mir wahrscheinlich das komplette Ding einreißen und hätte dann halt die Spuren davon auf dem, also diese Abrissspuren quasi auf der Pappe. Deswegen schneide ich die jetzt einfach mal hier an der Seite auf, dass ich das nicht habe, weil zerstören würde ich die Packung jetzt auch nicht unbedingt. So, da sind noch welche. Also ich mache das jetzt hier gerade neu. Ich habe das vorher noch nie ausgepackt. Ich hatte das Ding auch noch nie in der Hand. Das ist jetzt wirklich neu für mich. Genau wie beim letzten Video der Neutrino Wand. Hier steht jetzt allerdings nicht mehr Neutrino Wand, sondern Spangler's Neutrona Wand. Ja, das ist sowieso so eine Sache mit den Bezeichnungen. Oftmals kommen die Bezeichnungen dieser ganzen Gerätschaften auch gar nicht aus den Filmen, weil im Film wird es teilweise gar nicht so sehr erwähnt, was es ist bei den ganzen Sachen. Und im Skript zu dem Film, die Originalskripts, bezeichnen die Sachen teilweise anders, als es die Fangemeinde tut oder nachher vielleicht sogar im Film getan wird. Oftmals kommen die Bezeichnungen tatsächlich von den Real Ghostbusters, also von dieser Zeichentrickserie, die echten Ghostbusters, und von den Kenner-Toys, die auch dazu erschienen sind. Die Ecto-Goggles beispielsweise wurden in der The Real Ghostbusters-Serie als, jetzt muss ich lügen, Ecto-Visors genannt. Und Infravisors war es unter anderem auch im Skript und sowas. Also da gibt es ganz viele Bezeichnungen, deswegen ist das nicht so ganz festgelegt. Für mich ist das immer noch ein Positronenkollidierer, weil ich es meine, so im Film gehört zu haben. So, hier ist jetzt anders als bei dem anderen Karton. Hier ist nicht zum Aufheben, sondern hier ist so zum Aufklappen und dann aufmachen. So, dann gucken wir mal. Das riecht neu nach Plastik. So, ja, sieht ja schon mal recht ähnlich aus. Das wird jetzt kein Vergleichsvideo hier, das ist, sondern einfach nur erstmal ein Unboxing und ein Review. Hier sind so ein paar Teile, so wie ich das erkennen kann, sind die für den Ständer da, der ja mitgeliefert wird. Hier stecken die auch schon in der Seite drin. Mal gucken, wie ich das hier rausbekomme. So, das ist der Ständer. Das ist ganz cool. Okay, jetzt komme ich da raus. So.
Hier ist wieder die Gebrauchsanleitung mit diesen ganzen Warnings und sowas und wahrscheinlich auch Gewährleistung bzw. Garantie. Das ist ja im Ausland ein bisschen was anderes als bei uns in Deutschland. Das wissen viele Leute übrigens nicht. Eine Garantie ist nichts Verbindliches. Eine Garantie ist einfach nur eine Nettigkeit vom Hersteller. Du hast aber bei technischen Geräten und ich glaube, ja, bei manchen anderen Sachen in Deutschland eine generelle zweijährige gesetzliche Gewährleistung. Das heißt, wenn euch irgendwo mal jemand in irgendeinem Laden, also gerade so Elektro-Videospiele-Händler drehen einem das gerne an, ich nenne hier keine Namen, euch eine Garantie andrehen wollen für Spiele, für eine Spielekonsole, dann lehnt das einfach ab. Das ist Bauernfängerei. Da wollt ihr euch wirklich nur das Geld aus der Tasche gezogen werden. Du hast in Deutschland generell eine gesetzliche Gewährleistung für solche Sachen, auch wenn sie gebraucht sind, sogar ein Jahr vom Hersteller, vom Verkäufer selber, vom Händler. Also nicht drauf reinfallen. So, bevor wir dieses tolle Teil auspacken, baue ich hier jetzt einmal diesen Ständer zusammen. Ja, der sieht nicht so besonders hochwertig aus und scheint er auch nicht wirklich zu sein. Ist aber, glaube ich, gar nicht so tragisch. Das hier ist wahrscheinlich für hinten dran, dass man da halt den Schlauch anschließen kann, um das ganze Ding mit einem Protonentüpfchen zu verbinden. Vielleicht gucken wir uns jetzt trotzdem mal hier die Gebrauchsanleitung an. Ja, wie ich gesagt habe, da kommt auf jeden Fall der Schlauch vom Protonenpäckchen dran. So, jetzt machen wir einmal, mal gucken hier, das sieht so abgeschnitten aus an der Stelle. Scheint es aber gar nicht zu sein, sondern einfach nur da so zum Reinstecken. Da kommt dieser Doppelte rein. Das Ding hier kommt in die Mitte. Auch so rum. Ja, ist wie gesagt, ist nicht besonders stabil. Das merkt man auch schon, wenn das hier so ein so nachgibt ein bisschen quasi. Da ist so diese Stütze, da wird das. Naja, hier, eigentlich sollte sich das gar nicht bewegen, aber naja, ist auch cool, dass überhaupt ein Ständer dabei ist. Das gibt es bei anderen Sachen wahrscheinlich nicht so sehr oder so häufig. Das ist schon ganz, ganz nett. So, müssen wir mal gucken, hier kommt rechts der kurze hin. So, und hier links kommt dann der große, der etwas längere. Das hier legen wir dann mal alles beiseite. Gebrauchsanleitung mal weg. Das kann ja auch noch. Legen wir mal hier zu. So, dann wollen wir das Hauptteil selber auspacken. Das ist hier auch in dieser Pappe drin. Jetzt muss ich mal gucken, ob das hier irgendwie festgemacht ist oder so. Ich will hier nichts kaputt machen, wenn ich es einfach rausziehe. Aber es ist theoretisch nur Pappe. Okay. Das ist jetzt hier der Nachteil. Das sehe ich tatsächlich schon. Es ist zwar kein Vergleichsvideo, aber das sage ich jetzt schon mal im Vorfeld. Das ist hier schon der Nachteil, dass ich das Ding nicht einfach so wieder in den Karton legen kann. Um es wieder einzupacken. Das ist an der Stelle leider nicht so einfach. Das finde ich ein bisschen schade, weil manchmal möchte ich das Ding ja auch im Karton haben, damit es nicht so zustaubt. Das ist hier leider nicht möglich. Also das ist hier ein bisschen schwieriger gestaltet als bei dem von Mattel. Ich klebe es einfach hier so hin. Macht ja nichts. Packen wir das wieder hier rein. Hier unten haben wir so eine kleine Schlaufe bzw. einen Knoten, der irgendwie verklebt ist. Okay, das ist mir zu doof. Doch noch mal mein Messer haben. Wo habe ich es denn jetzt hingesteckt? Da. Das ist mir zu blöd. Oh, das hat es in sich. So. Hier unten, was ist das? Ist das Öl? Ja. Kann sein, dass das ein bisschen Öl oder Schmiere ist, damit das
Metall an dem V-Hook hier nicht rostet. So, jetzt tun wir mal kurz den Karton hier beiseite. Zack, zack, zack. Brauchsleitung auch rein. Entschuldigt für die ganzen Störgeräusche, die jetzt hier nebenbei auftreten könnten. Erstens, es regnet draußen. Zweitens, mein Equipment ist halt noch nicht so professionell, als dass ich hier so fehlerfrei arbeiten könnte. So, fangen wir mal an. Hier haben wir den Neutrona Wand, den Spengler Neutrona Wand. Insgesamt habe ich das Gefühl, der ist ein bisschen schwerer. Aber auf den ersten Blick sieht er von der Verarbeitung her sehr ähnlich aus wie der von... Also wie der andere, halt von Mattel. Also fühlt sich ähnlich an. Also es ist sogar wieder vieles Plastik. Hier ist ein bisschen so die Lautsprecherbox zu sehen. Du hast hier ein paar Kabel. Da scheint es ein echtes zu sein. Kein durchgängiges Stück Weichplastik, sondern es scheint hier ein echtes Kabel zu sein. Also so ein kleiner Schlauch halt. Hier sind auch echte Muttern teilweise drin, also nicht aus Plastik. Slowblow ist schon draufgeklebt, das hatte der andere ja nicht. Und hier ist natürlich auch der Schalter zum Entladen etwas anders angebracht. Ich weiß nicht, hier muss man es nämlich reintun. Und hier ist so ein Zack-Mechanismus, das heißt, es wurde schon mal wieder mechanisch gelöst und nicht elektronisch. Finde ich gar nicht schlecht. Dadurch ist es weniger anfällig und zack, macht auch irgendwie mehr Spaß einfach und ist viel cooler als so ein... Das fand ich halt ein bisschen, ja, wisst ihr, was ich meine. So, dann gucken wir uns das ganze Ding mal an. Es kann natürlich sein, dass jetzt keine Batterien drin sind. Dann muss ich nämlich gleich nochmal kurz welche reinmachen. Probieren wir mal aus. Ich mach das Ding mal zu und guck mal, ob es angeht. Ansonsten muss ich das Video mal kurz schneiden. Yep. Es sind keine Batterien drin. Ich schneide das Video an der Stelle und komme gleich wieder. So, ich habe jetzt mal ein paar Batterien geholt. Wollen wir die mal hier reintun. Hinten aufmachen. Die Röhre rausholen. Und die Batterien einsetzen. Aber richtig, oder? Okay, das ist schon seltsam. Na ja, gut. Dass das hier so umklappt. Ja, das geht ein bisschen schwer rein. Also da ist ein bisschen arg viel Druck drin, muss ich gerade sagen. Und dann müssen wir das Ganze hier wieder einführen. Natürlich richtig rum. So, jetzt sollte das Ding auch aktivierbar sein. Ein ganz anderer Ton. Sehr. Okay. Es wird angemacht. Die Beleuchtung geht an. Sieht man auch hier direkt die Intensitätsleuchten. Hier ist. Wow. Es vibriert noch immer. Das heißt, wenn der hier aktiviert wird, ist er im Dauerbetrieb, also Dauervibrationsbetrieb. Dann entsichern macht auch ein Geräusch. Und. Ihr seht, hier wird auch so ein bisschen diese ganze Positronengeschichte dargestellt. Jetzt gucke ich mal, was passiert, wenn ich es gedrückt halte. Der Knopf ist übrigens noch ein ganz anderer. Also hier ist ein richtiger Klickdruckpunkt.
Sehr cool. Also das ist sogar noch besser geworden. Also das ist auch hier, dass wenn man so lange hält, dann hört er auf. So auch irgendwie komplett aus. Oh, das heißt, er ist überladen. Coole Sache. Muss ich ihn wieder einschalten. Nochmal hochfahren. Jetzt kann ich mal gucken, ob man hier. Oh, da vibriert er auch. Wow, hier ist sogar echt eine Resonanz. Das heißt, wenn du hier dran drehst und auf volle Pulle stellst, wird das Vibrieren stärker. Hier, der vibriert nämlich bei jedem Schritt, den du stellst. Also bei jedem Mal, wenn du so machst, vibriert er quasi. Und dann dementsprechend halt auch wieder zurück, wenn du es runterfährst. Gucken, ob es jetzt einen Unterschied macht. Okay, was war da jetzt los? Okay, jetzt fahre ich das mal runter. Okay, das ist in die andere Richtung. Das heißt, hier geht es gegen den Uhrzeigersinn, um es runterzufahren. Finde ich ein bisschen verwirrend. Aber man kann es komplett drehen. Und es ist diese Resonanz da, in dem es vibriert. Das stellt quasi eine Überhitzung dar, bis man es dann wieder ausgeschaltet hat. Jetzt schalte ich es nochmal ein. Mach den mal komplett hoch. Aktivieren. Und dann feuer ich mal. Und lass los. Deaktiviert. Gucken, ob der Schalter. Das geht natürlich nicht zurück. Ah, da kommt auch ein Geräusch. Da ausschalten und. Also es sind ein paar extra Geräusche da, die ich so nicht kannte, nicht so ganz von dem anderen Gerät. Und jetzt gucke ich noch mal, ob der mit eingefahrener. Wow! Okay, wenn man hier so ein bisschen dran rumspielt, scheinbar. Wie ist das jetzt passiert? Oder habe ich ihn vorher nicht richtig eingefahren gehabt? Okay, das passiert auch in ausgeschaltetem Zustand, dass der mir eine Audioresonanz gibt. Mal gucken, ob er schießen kann, wenn er nicht ausgefahren ist. Das geht hier tatsächlich, okay. Alles klar. Das ist schön, dass wenn man ihn ganz ausschaltet und den zuvor drückt, dass er trotzdem noch dieses leise oder dieses Auslaufen des Geräusches kommt. Ja, mir fällt halt direkt auf, die Schweißnaht hier, da sieht man dieser Griff hier ist reingesteckt. Es sieht nicht verschweißt aus hier an der Stelle, leider. Also hier ist zwar so eine Schweißnaht, aber hier ist halt eine Lücke dazwischen, der Schweißnaht und dem Griff selber. So insgesamt könnte ich sagen, ist er jetzt nicht so viel besser verarbeitet. Es hieß ja, also ich habe gelesen, es haben viele gesagt, so ja, das Stück hier wäre viel, viel besser verarbeitet als das von Mattel. Kann ich jetzt so gar nicht bestätigen. Es sind so ein paar kleine Sachen, die sind cooler. Hier zum Beispiel sind echte Torx-Schrauben dran, dass das Ding sich auch so ein bisschen drehen kann und so. Das Teil hier, ja, nennt man es Schalter, der scheint aus Metall zu sein. Das Ding hier auch. Und das hier tatsächlich auch. Sehr interessant, aber dafür haben die solche Sachen hier zum Beispiel drauf geklebt, anstatt sie zu stanzen und anzumalen. Dafür sind dann hier wieder ein paar Schrauben echt. Hier ist die Lautsprecherbox, wie gesagt. Hier ist der V-Hook. Auch schön, hier ist direkt ein Haken für eine Gürtelschnalle dran. Hier steht dann halt nochmal Hasbro. Hier hast du wieder diese gefälschten Torx-Schrauben. Hier sind auch zwei richtig gefälschte Kreuzschlitz, um den V-Hook
zu wechseln, wenn man das irgendwie ein anderes Protonenpäckchen dran machen möchte, zum Beispiel von Ben of Kent oder man macht sich ein eigenes oder von wem auch immer. Ich will da jetzt auch keine Werbung hier machen. So, insgesamt ein schönes Teil. Was ich gesehen habe, ist, dass das hier mich ein bisschen gestört hat. Man hat direkt gesehen, das ist ja kein echtes Tape, sondern das ist halt auch aus Plastik und es sah für mich auf dem Foto so aus, als wäre es genau das gleiche Plastik wie hier die Griffe. Ist es nicht. Es ist tatsächlich so ein Zeug, was ein bisschen gummimäßig ist. Man kann es natürlich nicht abmachen. Es ist so ein bisschen gummimäßig, als wäre da echt so ein jahrealtes, schon fast verledertes Klebeband rum, so ein bisschen, also das finde ich ganz cool gemacht, muss ich sagen. Insgesamt, ja, man hat hier diese Schalter, das ist ganz cool, dass die auch wieder aus Metall sind, richtige Kippschalter halt. Die Anzeigen sind gut, die Beleuchtung ist gut, die Soundeffekte sind auch sehr cool, dass da auch so viele bei sind, muss ich sagen. Hier ist halt der andere Griff, den sich Egan dann selbst dran gemacht hat, hier mit dieser neuen Kabelverbindung auch. Insgesamt finde ich den Ton sehr blechernd, muss ich sagen, also der hätte schöner sein können. Hier sind natürlich so ein paar Sachen, das ist so ein bisschen schief. Es kann natürlich sein, dass das extra ist, weil es im Film natürlich auch so ist. Insgesamt sieht man hier auch, dass da keine genau gerade Linie drin ist, sondern hier geht es auch so ein bisschen bergab. So, insgesamt bin ich zufrieden mit dem Ding. Finde ich auf jeden Fall schön, dass man da so zwei Varianten hat. Einmal so diesen typischen Egan Spengler aus Afterlife, Positronen-Kollidierer, wo auch demnächst ja das Protonenpäckchen zu rauskommt. Da ist ja noch immer so eine, wie so eine Art Kickstarter-Kampagne am Laufen. Da kann man $399 geben, bekommt auf jeden Fall eins. Das Ziel von 1000 Backern, also 1000 Unterstützern, ist erreicht worden. Ist auf jeden Fall auch eine coole Sache. Und da passt dieser Neutrona Wand auch auf jeden Fall drauf. Ja, mehr habe ich, glaube ich, gar nicht zu sagen. Das war dann mein kleines Review. Ich stelle das Ding jetzt nochmal hier drauf. Okay, es ist wahrscheinlich genau falsch rum. Das heißt, es guckt in Leserichtung und es steht unten auf dem V-Hook. Okay, also hier ist hier so der kleine Ständer. Das ist noch so ein nettes Extra, dass man den sich auch schön ins Regal stellen kann. Das finde ich eine coole Sache, muss ich sagen. Das ist ganz geil gemacht. Dann liegt der da nicht so blöd rum, sondern hat einen kleinen Ständer. Wäre cool, wenn man den noch einzeln irgendwo kaufen könnte. Dann würde da vielleicht auch der andere von Mattel drauf passen. Danke, dass ihr dabei wart bei diesem Review über den Hasbro-Positronen-Kollidierer. Ich werde dann im nächsten Video versuchen, die beiden zu vergleichen und zeige euch mal, wo sind eigentlich die Unterschiede. Danke, dass ihr wieder dabei seid. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Dr. Nerd.